Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von This War of Mine. Tag 26. Okay, Pavel kommt zurück. Und er hat eine Bandage, sagt er. Ja, er hat Kompost mitgebracht. 17 Teile, 3 Teile, Bandage, was zu essen und Wasser. Hä? Hier passt was nicht. Ah, da ist irgendwo ein Bug drin. Ah, Maren ist jetzt schwer krank. Dafür brauchen wir also die Tabletten jetzt wahrscheinlich dann. Ne? Hm. Maren wird nicht überleben, wenn wir keine Medikamente auftreiben können. Okay, dann brauchen wir jetzt Maren. Ich fühle mich schrecklich. Wenn wir keine Medikamente finden, werde ich sterben. Okay. Er braucht auch keine Medikamente finden. Die haben wir. So, er geht schon mal wohin? Oh, wir haben nur 8 Grad. Haben wir noch Feuerholz? Ja, haben wir. Und das ist Bruno. Bruno sollte etwas zu essen machen. Er setzt sich erstmal hin. Pavel geht so lange schlafen. Ein bisschen noch rauszoomen. Okay, er hat Hunger. Aber das macht Bruno gerade. Was haben wir hier? Arne ist sehr krank. Ich glaube nicht, dass er überleben wird. Wir sollten die Medikamente wieder helfen, damit wir schon Befreiung haben. Ja, genau, das machen wir ja auch gerade. Sie ist noch verletzt und erholt sich. So, da haben wir die Möglichkeit, was zu essen zu machen, zweimal. Ja. Zup. Sie ist verletzt und sollte vielleicht noch eine Bandage nehmen. Und Maren ist müde und hungrig. Aber dann geht Maren erst was essen und dann ins Bett. So, geht er ins Bett. Katja ist hungrig. Ach, die macht sich gerade eine Bandage. Leicht krank, leicht verletzt und hungrig. Gut, dann isst Bruno was. Und dann kann er auch gleich wieder was kochen. Dafür brauchen wir hier... Ne, 2 erreichen. Katja ist... fertig, kann aber erst bitte schön mal gerade das Fleisch da rausholen. Der Ofen ist an, wir haben es nur 9 Grad. Hm. Bruno kann jetzt Essen kochen. Zweimal. Herstellen, wie weit ist das Gemüse? Dauert noch. Halt, stopp, das war verkehrt. Da wieder was reinlegen. Passt. Ja, er sollte vielleicht runtergehen und gucken, dass er da gleich ins Bett kommt, obwohl das schwierig ist. Ah, ne, er geht mal dahin und macht erstmal vielleicht einen Filter rein, wenn es denn noch welche gibt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Nee. Kann gut falschen, ja. Brauchen wir da was? Können wir da was machen? Okay, wir können einiges machen. Ich weiß gar nicht mehr. Sägeblatt brauchten wir vielleicht. Ja, schwierig. Ne, mache ich jetzt nicht. Sollten vielleicht da noch gucken. Filter. Stellen wir mal 2 her. Der Thermoregulator fällt. Ah, ein Elektroteilen fällt da gut. Pavel
ist hungrig, kann also essen gehen. Okay. Geht da gerade rein. Sie ist noch am Werken. Und dann kann sie da die Filter einsetzen. So, und dann haben wir ja auch keine Medikamente, nichts mehr. Da müssen wir dafür sorgen, dass das dann besser wird. Er ist noch müde. Er erholt sich halt. Leicht krank, leicht verletzt. Sie kann den zweiten Filter dann noch setzen. So, er hat leicht die Verletzung, ist traurig. Geht dann nochmal dahin und könnte... Sag schon, ja, wahrscheinlich wird Bruno Wache stehen müssen. Da machen wir noch 2, 4. Der geht jetzt runter. Leicht krank. Entschuldigung. Leicht verletzt. Katja ist verletzt. Ich denke, er geht nach dort. Sie geht dahin. Und er... Können mal gucken, was wir da machen können. Ja. Er hat sich hingesetzt, jetzt gucken wir noch was. Ja, da können wir nichts machen, was brauchen wir? Kräuter brauchen wir für... Sag schon, Bandagen. Und Tabletten brauchen wir auch Kräuter. Okay. Updaten wäre... Oh, Bauteile. Da können wir dann echte Medikamente herstellen, okay. Gut. Dann kommt die Nacht. Okay, dann werden wir schauen. Pavel geht plündern, das ist klar. Bruno ist momentan der Wachhabende. Er muss im Bett liegen und schlafen. Und ich denke, sie auch. Im Bett schlafen, plündern, Wache schieben, anders geht's nicht. So, und dann müssen wir schauen, was wir kriegen. Irgendwie wird's hier nicht mehr, ne? Da ist schon nichts mehr zu holen, in dem Sinne, Reisebüro. Ja. Ja, da lohnt sich es eigentlich hinzugehen. Da waren wir schon. Medikamente gibt es da noch. Baustelle ist auch schon gut geplündert. Da war, glaube ich, noch was mit dem Sägeblatt. Das haben wir jetzt nicht. Möglicher Handel wäre hier. Da bräuchte man, glaube ich, einen Dietrich. Das Reisebüro ist es eigentlich. Ich glaube, das machen wir. Ah, 12 Tage ist das her. Wir müssen vorsichtig sein. Das nehmen wir mit. Und sollten wir uns verteidigen? Da haben wir die Axt für. Ich glaube, wir gehen so dahin. Gut. Vorsicht ist geboten. Gut.
Ah, das war in der Mitte kaputt, da sind wir dann geflohen, ne? Ist jetzt keiner mehr da, oder wie sehe ich das? Da ist niemand, dann gehen wir mal hoch. Da ist, glaube ich, auch niemand. Gibt's hier was? Ein Psychopath ist da. Gucken wir, dass wir da hinkommen. Oh, da ist einer. Gott wird dir hier nicht helfen. Und da ist irgendwer oder was? Da unten bewegt sich auch was. Ah, ich weiß nicht. Ja, dann nehmen wir alles, ist klar. Dann gehen wir mal nach da. Machen die Tür wieder zu. Gehen nach unten. Da unten ging auch eine Tür auf oder zu. Der ist jetzt gerade die Treppe, glaube ich, runter. Puh. Gehen wir wieder hoch. Da ist zurzeit keiner. Gehen wir da hin. Da ist jetzt keiner. Gehen wir mal da uns verstecken. Wer ist das? Wenn ich das aufmache, habe ich den da unten am Hals betten. Ja, gefährliches Spiel, ne? Gefährliches Spiel. Ich bilde mir das nur ein, genau. Geh mal wieder weg, das ist auch besser so. Jetzt ist der andere noch da. Wenn wir jetzt hochgehen, haben wir ein Problem. Er muss sich für eine Weile hinsetzen, auch gut. Aber wo setzt er sich hin? Hier jetzt? Nein, er geht die Treppe runter, das ist gut. So, auf geht's. So, da müssen wir noch einmal hoffen. Zeit rennt uns natürlich weg. Verdammte Ratten. Okay, wenn du das so siehst, ist das prima. Geh mal lieber. Komm. Verschwinde.
Jetzt bleib hier nicht oben, meine Zeit läuft. Hallo? Okay. Geht er weg? Geht er nicht weg? Hallo, die Zeit tickt. Geh weg. Ich schaff das nicht, oder was? Geh. Dann hat sich niemand gekrotzt, ich höre jetzt. Okay. Ran zum Ausgang. Ja, die Morgendämmerung hat mich überrascht. Ich glaube, wir haben es nicht ganz zurückgeschafft. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.